Hallo, willkommen zu einem neuen Moment, ich fühle mich hier doch etwas beobachtet. So, versuchen wir das gleiche noch einmal. Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Lenkkopflager, beziehungsweise das Lenkkopflager können wir nicht einstellen, sondern das Spiel der Lenkkopflager, das können wir einstellen. Hier an diesem Scooter ist das Problem, der Lenker, die Lenksäule ist komplett lose. Das heißt, wir haben Spiel in alle Richtungen. Ich versuche euch das hier mal zu zeigen. Und zwar achtet mal hier auf das Schutzblech zum Trittbrett. Hier kann man es sehen, komplett locker. Hier am Rahmen, ja, hier könnt ihr es ganz gut sehen. Das gesamte Vorderrad ist quasi lose. Wie sieht es hier aus? Ja, da kann man sehen. Wie einfach man das einstellen kann, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Und ich muss dazu gestehen, ich habe diesen E-Scooter präpariert. Die Lager sind komplett in Ordnung, aber ich möchte euch hier einfach nur mal die Vorgehensweise darstellen. Und vom technischen Aufbau her müsst ihr wissen, wir haben zwei Lenkkopflager, ein oberes und ein unteres. Das bezeichnet man dann diese beiden Lager als Steuersatz. Wir können die Lager nicht einstellen, aber das Lagerspiel, das können wir einstellen. Und um das Lagerspiel hier einzustellen, habe ich den Scooter wie immer fachgerecht angebockt auf meine Rasenkantensteine. Als Werkzeug brauchen wir nur einen 5er Imbus. Dann gehen wir her und legen erst einmal die Lenksäule, müssen wir umklappen. Weil unter diesem Anklappmechanismus hier taucht jetzt eine Schraube auf. Und zwar diese hier. Aber ihr seht es schon, wir haben eine zweigeteilte Lenksäule. Das hier ist das Oberteil, hier sind dann auch die Griffe dran und das Daumengas, Bremse und so weiter. An dem Unterteil der Lenksäule ist das Vorderrad. Und hier haben wir diese Verbindung. Diese Verbindung verbindet Ober- und Unterteil der Lenksäule. Und diese Verbindung müssen wir lösen. Und zwar haben wir hier eine Imbusschraube und hier ist eine Imbusschraube drin. Und wir müssen jetzt hergehen. Diese Imbusschrauben, die müssen wir jetzt erst einmal lösen. Lösen immer gegen den Uhrzeigersinn. Also man braucht die jetzt nicht komplett rausdrehen, die muss halt nur gelöst sein. So, das reicht auch schon. Und jetzt machen wir gleich die vordere auch noch los. So. Wenn das bei euch ein bisschen schwerer geht, wundert euch nicht, die sind richtig angeballert. Und jetzt haben wir nämlich hier das Phänomen schon, wie ihr das jetzt sehen könnt, da Ober- und Unterteil der Lenksäule getrennt sind, wir können jetzt schon das Rad bewegen hier, aber oben passiert gar nichts. Weil jetzt haben wir hier die Verbindung gelöst. Und jetzt müssen wir hergehen, diese Schraube müssen wir jetzt im Uhrzeigersinn festdrehen. Die wird sich eventuell im Laufe der Zeit so ein klein wenig gelöst haben. Aber wie weit drehen wir die jetzt fest? Das werden wir jetzt gemeinsam machen. Und zwar erstmal, bis die natürlich schwerer zu drehen ist. Hier ist es jetzt komplett leicht bei mir. Jetzt merke ich, es wird leicht schwerer. Ich gehe noch einmal weiter und jetzt gehe ich noch, jetzt wird sie so langsam richtig fest. Wenn wir jetzt hierher gehen, können wir das Vorderrad nur mit Widerstand drehen oder ja, Lenkbewegung durchführen. Das ist zu viel. Wenn ihr diesen Punkt habt, ihr merkt, es geht schwerer, schwergängiger mit der Lenkung, dann eine Kleinigkeit wieder zurück, bis ihr die Lenkung hier butterweich wieder bewegen könnt. Das heißt, es ist richtig, erst gut festziehen, bis es deutlich schwerer geht. Nicht anballern, nicht mit dem Schlagschrauber arbeiten, gar nichts. Alles mit Gefühl. Etwas fester als normal. Ihr merkt es, das Rad ist schwerer zu drehen. Und dann ein kleines Stückchen zurück, vielleicht so 20 Grad, einfach wieder lösen. Und schon ist das Lenklagerspiel hier eigentlich wieder richtig gut eingestellt. Und ich kann auch das Rad nicht mehr hin und her bewegen.
in alle Richtungen, seitlich, vorn, hinten, ist es komplett wieder fest. Und ihr habt gesehen, ich mache das nicht auf dem Boden. Ich habe bewusst den Scooter angebockt. Jetzt dürfen wir nur eins nicht vergessen. Genau, die Lenksäule. Die muss jetzt auch wieder befestigt werden. Dazu stelle ich den Scooter aber jetzt wieder auf den Boden. Das heißt, die Rasenkantensteine werden erstmal weggelegt. Und jetzt können wir die obere Lenksäule wieder anstellen, so wie wir sie haben wollen. Und jetzt können wir nämlich hergehen oder müssen hergehen, dass wir hier Lenker 90 Grad zum Rad haben. Wie ihr seht, es ist hier noch los. Ihr könnt jetzt den Lenker drehen. Da passiert unten am Rad aber noch gar nichts. Und das ist nicht das Ergebnis, was wir haben wollen. Das heißt, jetzt werden die Schrauben festgezogen. Am besten nehmt euch eine zweite Person, die jetzt wirklich den Lenker gerade hält. Und wenn ihr das nur mit nur einer Person macht, könnt ihr auch wie folgt hergehen. Ihr dreht die Schrauben so handfest ungefähr. Einmal die vordere, jetzt kommt die hintere. Weil jetzt könnt ihr euch vorstellen, könnt ihr das Vorderrad im Verhältnis zum Lenker bewegen, ja, aber sehr schwergängig. Hier bei mir muss ich jetzt zum Beispiel nachkorrigieren. Und jetzt ist der Lenker 90 Grad zum Vorderrad ausgerichtet. Und jetzt ziehe ich diese Schrauben fest. Die ziehe ich aber ja, die richtig fest, weil das muss hier natürlich auch Schlaglöchern oder Bordsteinfahrten alles standhalten. Nicht, dass hier noch irgendwo das Rad nicht mehr den gleichen Fahrwinkel hat, wie ihr den Lenker haltet. Das heißt, ihr habt den Lenker gerade und in Wirklichkeit fährt der Scooter ja, eine Kurve, eine große Kurve. Das müssen wir richtig fest machen. Und das Ganze mache ich hier hinten auch noch einmal. Und jetzt haben wir das Ergebnis, dass wenn wir den Scooter jetzt wieder hier einrasten, haben wir hier keinerlei Spiel mehr drin. Hier ist alles wieder fest. Da wackelt nichts mehr. Und so wird das Lagerspiel vom Lenkkopf eingestellt. Ich habe im Übrigen vor, falls euch das auch noch interessiert, euch mal zu zeigen, wie man den kompletten Steuersatz austauscht. Sprich, das obere und das untere Lenkkopflager. Das Video werde ich wahrscheinlich in den nächsten Tagen produzieren. Ich warte nämlich noch auf die Lieferung vom Amazon-Mann. Wenn ihr möchtet und es euch interessiert, schaut euch das Video an, wenn es denn dann produziert ist. Aber ich kann euch versichern, die Lager hier sind absolut in Ordnung. Ich habe mir die nur bestellt, damit ich euch das auch zeigen kann, wie man es richtig macht. Ich habe schon einige Anfragen bekommen. Es gibt wohl im Laufe der Jahre Probleme mit diesen Lagern. Und damit ihr nicht einen teuren Support aufsuchen müsst, wollte ich das hier zeigen. Ich hoffe, ich konnte euch hier mit diesem Video schon mal die Angst nehmen, das Lenkkopflagerspiel selber einzustellen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, würde ich mich unwahrscheinlich darüber freuen. Und den YouTube-Kanal TV Solution, den dürft ihr auch gerne abonnieren. Tja, das war's schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns auch bestimmt in einem der nächsten Videos.